jump, jump, jump. Where you at? Stand up, jump, jump. Hallo und herzlich willkommen bei GameStop Let's Play mit mir, XavaXava51. Let's Play The Sims 4. Ja, hier sieht man schon im Hintergrund, wie ein Astronaut irgendeinen Scheiß macht, ja. Und wir gehen hier ebenfalls nicht auf Spielen, sondern auf, krach, neuner Haushalt erstellen. So, und zwar, habe ich schon besprochen mit meinem Let's Play-Partner, werden wir einen Let's Play-Raum, also Gamerhaus, erstellen, wo ich und er drin ist. Und jetzt beginnen wir mit der Charaktererstellung, ja. Mann, das wird gaudisch werden, vor allem erst mal würfeln. Damit wenigstens ein bisschen gescheit herkommt. Ja, genau. Nee, wir sind nicht bleich. Ja, so alt sind wir nicht. Ja! Bernala! Komm mal, Narga! Ah, Fenaya! Ha! Barner's a Tork! Weasel Babied! Mr. Koi! Waste of Quopa! Aha, ja, okay, lassen wir es auch mal auf kurz auf der Art. Und zwar, als erstes werden wir unseren Dugay erstellen, Name eingeben, ja? So, da. Das wäre mal mit dem Namen. Suda. Eine Frau ist ja nicht. Oder willst du ja eine Frau sein? Ha? Gib mir eine Antwort. Komm, gib mir eine Antwort, du. Ja, du willst doch eine Frau sein. So, oder ein bisschen Baby. Okay. Lass mal durchschauen. Einfach ein Teenager, was gibt's denn hier alles? Senior, Erwachsener, junge Erwachsener und Kind. Er ist ein Teenager. Was hat er für einen geilen Gang? Also ich glaube der Gang, der passt zu dir. Mhm. Also der oder... Nein, eigentlich der ist wirklich gelassen, Alter. Alter, wieso kann man das nicht drehen, ey? Das ist der Standardgang. Das ist dein Gang, hä? Das ist dein Gang, Junge. Ne, wir machen alles aus Standard. Standard Gangart. Kein Bock jetzt irgendwie den gleichen Gang immer anders zu hören. Warm und brüchig. Ha, brüchig. So, auf klar. So, das lassen wir mal. Nehmen wir mal, wähle ein Bestreben. Nach was bestrebst du denn? Beliebtheit, Devianz, Essenz, Familie, Kreativität, Lecke, Liebe, Vermögen, sportlich, Natur, Wissen. Ja, ich glaube eher... Sportlich, meine, was gehst denn du? Was haben wir dich rein? Du bist ehrlich, liebes Buddelig, da gibt's ja nur Bodybuilder. Wähle ein Merkmal, was hast du für ein Merkmal? Blablabla. Ja, ja, Spinner, ha? Huh? Passt perfekt zu dir, Alter. Nee, Spaß. Genieße, Musiker, Künstler, Bücherwurm. Ja, Bücherwurm, ha? Faul, kindisch, ordentlich. Ist ein Opa, auf jeden Fall wahnsinnig. What the fuck? Boah, böse. Gut. Diese sind zufrieden in der Gegenwart. Andere sind es. Mit positiven Stimmungen können wir für einen guten Zweck spenden. Werden traurig, wenn sie mit bösen Sims interagieren und können über Weltfrieden reden. Aha. Diese Sims sind glücklich, wenn sie zu anderen Sims gemein oder schaber. Diese Sims können andere Bros brüderlich umarmen. Die Gesellschaft von anderen Bros verleiht ihnen Selbstsicherheit und das Danken Energie. Ich habe keinen Bock, auf was ich dir gebe, Alter. Du bist einfach mal faul. Eine faule kleine Sau, ja? Oh, Mann, schließ dich nicht.
und gemein. Ja, Digga, so passt perfekt. So, jetzt gehen wir zu deinem Aussehen. Erstmal deine Frisur. Was gibt's denn hier so Tolles? Ha? So, oder? Passt perfekt. Okay. Ah. Du hast ja so eine Frisur, ja. So, ob du jetzt schwarz-braun welche Haare du hast, ich lasse erstmal auf so. So, oder was gibt's denn da? Gesicht, Bemalung, ja, ich lasse mal so. Hautdetails, kein Plan, Mann. Haare passen so. Gesichtsbehaarung, hm, glaube ich, hast du noch keine, hm? Oder hast du nur Schnurrbart? Hm? Spitzperte. Hüte, kein Plan. So, was gibt's denn hier so Tolles? Brille, kein Plan, Mann. Nee, wir haben da keine Brille drauf. Erstmal Kleidung schauen. Make-up, bla bla, Hüte, bla bla. So. Naja, dann lassen wir einfach mal so auf Standard, kein Plan. Was gibt's denn hier? Tattoos, ne? Körper- und Hautfarbe, passt schon, fuck, Looks, ne? Nicht. So, erst wählen wir mal einen Pullover. Und zwar für den Alltagskleidung. Was nehmen wir jetzt denn so Tolles? Nehmen wir mal das da, Alltagskleidung. Und die Hose, Alltagskleidung. Oh, erstmal da hinklicken. Voll chillig und so. Naja. Nehmen wir. Haben wir dir so eine Hose rein? Was ist das überhaupt für eine Hose? Steht nicht da, hahaha. Ist da? Ah, kein Plan. Gut, Schuhe. Lassen wir dich bloß Physik, hä? Na, irgendwie passen dann weiße Schuhe am besten, hä? Sie wird weiße Schuhe. Ja, so, voller weißer Sack. Und so. So, Abendkleidung. Was hast denn du so am Abend an? Das ziehen wir dem an. Und als Hose. Ne, so passt das besser. Und die Schuhe passen mal gar nicht. Naja, geht fast so. Schuhe, Handschuhe, Sandalen. Ja, Sandalen vom Sandalen. Ja, genau, so sieht deine Armkleidung aus. Dann die Sportkleidung. Oh, da hat er ein Käppchen auf. Ne, wir brauchen keine Käppchen, Alter. So, da, Sportkleidung. Was hast denn du für eine Sportkleidung an? Na, lass mal Sportkleidung. Und Schuhe. Schuhe. Hose meine ich. Ja, passt doch perfekt zueinander. So, jetzt dann noch Schuhe. Perfekte. Die haben wir noch eine andere Farbe auf. Und zwar die. Ja, passt perfekt, Digga. Ey. So, Schlafanzug. Alter, passt doch schon das fast perfekte. So, wo welche?
gibt's denn hier sonst noch für Sachen? Nee. Was ist Sebastian am besten? Ja, haben wir so eine Weiße rein. Und dann zu guter Letzt die Ausgekleidung. Warte mal, Abendskleidung und Ausgekleidung. Oh Mann, so viel Kleidung und so. Voller Billy Boy und so. Ja. Ja, haben wir da, warte mal, das haben wir doch bei... Seit wann hast denn du einen Hut? Hut vor allem. So, das ist die Alltagskleidung. Das ist die Abendkleidung. Das ist die Sportkleidung. Das ist die Schlafanzugskleidung. Und der Ausgekleidung, Alter. So, das passt doch mal. Würde ich sagen. Und das und jetzt noch Schuhe. Ja, ugh. Ja, ganz ehrlich, ich würde sagen, du wurdest fertiggestellt. Das ist unser GameStop Amtu, auch bekannt unter Gamescraft Amtu. Naja, jetzt müssen wir dann nur mehr mich erstellen. Ist ja nicht so, dass das schon so viel Zeit beansprucht hat. So, aber naja. Kann man nichts machen, ist eben so. Okay. Passt. Nein, ich spiele noch nicht, sondern einen Sim hinzufügen. Neuer Sim. Ja, bla bla bla. So. Nein, ich bin nicht verwandt mit dir. So, ich bin junge Erwachsener. Manball. Hinterprep. Oh. Dope and cooler. Omiva. Aha. Yampala, Sieg. Wadiza. Wadiza. Reginu Nopsa. Hey, Shulipra Sieg. Imchul say. So, Standardgang. Dann, was haben wir hier rein? Krieger verbessern ihre Fähigkeit schneller, wenn sie inspiriert sind. Natur, Familie, Beliebtheit. Ist das... Wären stärker und erfolgreich gemeint, bla bla. Sind mit Essenz der Geschmacksbeier, ne? So, ich kann jetzt nicht auch sportlich machen, weil da gibt es nur eine Variante. Und wenn wir beide sportlich machen, das ist halt ein bisschen fad. Oder eigentlich dein Haar ein bisschen verändert, war das nicht? Das war das Haar. So, ich muss mein Haar noch anders machen, aber ich bin nur nicht einmal so weit. Na, sieht doch den GameStop Amtu ähnlich, oder? Kann man sich jetzt nicht wirklich beschweren. So. Ihre Fähigkeit schneller, wenn sie inspiriert sind. Liebe bla bla. Vermögen, was gibt's da so? Das herrlich reich, dieses Sim will reich werden und Erfolg im Beruf haben. Herrenhausbaron, dieses Sim möchte unbedingt das größte ausgefallene Haus besitzen. Nein, ja, das. Geschäftssüchtige Sims verdienen überdurchschnittlich gut. Wähle ein Merkmal. Gut, diese Sims sind zufrieden gegenwärtig andere Sims mit, oder? Nehmen wir mal das rein. Ja, machen wir einen Jumper. So, was gibt's da noch so Tolles?
Nilsims sind häufig Energie geladen, können andere Sims in Fahrt bringen. Und als letztes nehmen wir noch fröhlich. Diese Sims sind häufig zufrieden als andere. Nee, nehmen wir nicht. Romantisch, nee, selbstsicher. Oh, haben wir schon. Ehrgeizig, wahnsinnig, viel Spaß, ohne Snoop, tollpatschig, Material. Diese Sims versagen häufig bei körperlicher Akte. Ach, leck mich doch. Einzelgänger, grässlich, sprunghaft, mag keine Kinder, toll. Bro, diese Sims können andere Bros brüderlich umarmen. In die Gesellschaft von anderen Bros verleiht ihnen Selbstsicherheit und die Dankenergie, bla bla bla. Okay, dann gehen wir mal zum Aussehen. Dein Wichsbart nervt mich. So, Frisur. Haben wir so eine? Oh, keinen fetten Hals machen. So, ein Bärtchen. Was gibt's hier Schönes? Bärte. Schnurrbärte. Ja, Mann, Alter. Nee. Mann, da kann man so viel einstellen, das ist nicht normal. So. Ne, brauchen wir mal raus. So, Farbe. Lüsch. Da haben wir sonst gar nichts. So, circa gleich. Puh. Körper, das passt ja alles. So, anziehen. Okay. Alltagskleidung. Dafür bist du jetzt so fett, Alter. Mal gleich einstellen, Alter. Das ist hier. Nüsch.
So, jetzt passt's, Alter. So, Alltagskleidung. Ein Höschen brauchen wir natürlich auch noch. Ja, Und Schuhe. In weiß, das passt schon nochmal. Dann die Abendkleidung. Aha. So, Abendkleidung. Das an. Als Hose. Standard Jean. Und Schuhe nehmen wir die nur irgendeine andere Farbe. Was gibt's noch so Schönes? Ja, die passen zum Beispiel. Dann Sportkleidung. Alter, ihr mit engen Hüten oder Kappen und Hauben, den ganzen Sack. Brauche ich doch nicht. So, dann nehmen wir das gleiche, nur andere Farbe, sonst sieht es ein bisschen kacke aus. Nehmen wir zum Beispiel das. Und aus Hose. Das ist Sportbekleidung, ja? Ja. So, das hatten wir auch. Schuhe würde ich sagen, eigentlich passen. So, jetzt da. Schlafanzüge. Schauen weiß aus. Ja, nee, nehmen wir nicht weiße. Nehmen wir braune. Orange. Blaue. Nee, nehmen wir. Ne, nehmen wir die, ja. Dann, was haben wir für Kleidung? So, das haben wir. So, haben wir schon und Ausgekleidung. Alter! So, das da und hier sowas und Schuhe nehmen wir diese. So, von der Kleidung her jetzt. Das ist unsere Alltagskleidung von unserem Gamescraft Amtu. Das ist unsere Abendkleidung. Sag gar nicht, da hat schon wieder die Frisur anders, Mann. Soll ich die nehmen, Alter? Das ist unsere Sportbekleidung. Warte mal, hat er die Frisur? Alter, muss man jetzt immer ändern, Legio Mio. Okay, das ist unsere Alltagskleidung von Gamescraft Amtu. Das ist unsere Abendkleidung von Gamescraft Amtu. Das ist unsere Sportbekleidung von Gamescraft Amtu. Das ist unser Schlafanzug von Gamescraft Amtu. Das ist unsere Ausgekleidung von Gamescraft Amtu. Jetzt komme ich. Das ist unsere. Also meine Alltagskleidung von mir. Das ist die Abendkleidung von mir. Das ist die Sportbekleidung von mir. Das ist die der Schlafanzug von mir. Und das ist die Ausgekleidung von mir. Passt. Und jetzt heißt es spielen. Und
hier auf dieser Stelle verabschiede ich mich von dieser Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge, wie wir dann in ein Haus einziehen oder einen bauen. Wir wollen ja ein Dings Gamerhaus bauen für uns zwei. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, danke und ja, mir haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.